So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Amateurtester. Wenn ihr das Gefühl habt, dass irgendwas anders ist, dann habt ihr recht. Ich konnte nämlich endlich nach 2 Monaten jetzt mein Büro beziehen und habe zwar immer noch kein eigenes Internet, aber das ist jetzt erstmal egal, denn ihr wolltet neue Videos und deshalb bringen wir euch jetzt neue Videos. Wir fangen an mit dem neuen Audi A1. Also... Ja, ich weiß, mein neuer Hintergrund ist zwar recht schön, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr nicht die ganze Zeit meine Hackfresse sehen wollt. Und deshalb kommt jetzt die Stimme aus dem Off. Phil, der Meister der Übergänge. Kommen wir aber endlich mal zum Wesentlichen. Was fanden wir beim neuen Audi A1 richtig gut und was war, ich sag mal, weniger gut, weil wenn ich so oft Scheiße sage, stuft YouTube das Video vielleicht als werbeunfreundlich ein und das wollen wir ja nicht. Deshalb kommen wir heute als erstes wieder zum fast wichtigsten Kaufgrund der Deutschen, die Optik. Und Scheiße, ja, die Optik bzw. das Design ist den Kollegen aus Ingolstadt richtig gut gelungen. Der Vorgänger war in meinen Augen ja eher so ein rundgelutschter Kleinwagen für das weibliche Geschlecht. Nicht hässlich, aber auch nicht unbedingt mein Geschmack. Und das, meine Freunde, haben die Audianer auch selbst bemerkt und den neuen einfach mal dynamischer und markanter gestaltet. Danke, liebes Audi-Team, dass ihr mir gefallen wolltet. Was mir auch noch richtig gut gefallen hatte, war der Innenraum, obwohl es dort tatsächlich auch einen meiner größten Kritikpunkte gibt. Ihr kennt doch alle bestimmt dieses billige China-Plastik aus irgendwelchen Fernbedienungen. Wartet. Hier nicht. Auch nicht. Ja. Hier. So, das ist zwar jetzt keine Fernbedienung, aber das ist dieses typische billige Plastik, was jeder kennt. Hier. Richtig schön, was vor allen Dingen solche Geräusche macht. So, ich meine das übrigens wirklich ernst, dass dieses Teil mein größter Kritikpunkt ist, was ja eigentlich für das Fahrzeug spricht. Aber ganz ehrlich, das Teil bzw. das ganze Element fühlt sich einfach nicht hochwertig an. Klar berührt man das Ding jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit, aber der Wagen hat halt einen gewissen Preis und da bin ich der Meinung, geht's einfach besser. Die restlichen Elemente sind aber sehr hochwertig verarbeitet und eine typische Mischung aus harten und weichen Kunststoffen, was für die Wagenklasse üblich ist und allgemein hat der Innenraum einen wirklich guten Eindruck hinterlassen. Ach, und die S-Line-Sitze fand ich wirklich sehr schick und auch sehr bequem. Zum Infotainment möchte ich ehrlich gesagt nicht ganz so viel erzählen, dass sich das ganze System nicht wirklich von dem bereits getesteten Audi A8 und A7 unterscheidet. Und das, meine Freunde, meine ich aber überaus positiv, da wir hier einen Kleinwagen haben. Ich kann euch gerne erzählen, dass wir hier ein sehr schnelles, übersichtliches und sehr aktuelles System geboten kriegen und das digitale Kombi-Instrument ist sogar Serie. Wobei man da etwas unterscheiden muss, da das virtuelle Cockpit mit allen Funktionen, die wir von den großen Modellen kennen, noch einmal aufpreist. Kostet. Und wenn wir einmal bei den ganzen Displays sind, muss ich mal loswerden, dass ich es beim A1 wieder genossen habe, nur einen Bildschirm in der Mittelkonsole zu haben. Übrigens angenehm zum Fahrer geneigt das Ganze. Die 2 Bildschirme der großen Brüder funktionieren zwar super und sind intuitiv, aber irgendwie finde ich Drehregler und Knöpfe gerade bei der Klimabedieneinheit optisch schöner und allgemein, keine Ahnung, das trifft einfach mehr meinen Geschmack. Der Audi A1 ist ja bekanntlich ein Kleinwagen und Audi ist ja immer recht sportlich angehaucht und dadurch etwas enger. Deshalb habe ich beim Thema Platzverhältnisse nicht wirklich viel erwartet, aber dennoch hatte ich mit meinen 1,82 keinerlei Probleme. Klar wird es auf der Rückbank etwas enger, gerade vom Kopf her und mit 3 Erwachsenen will ich mir die Rückbank auf einer langen Strecke nicht unbedingt teilen, aber es hielt sich alles in einem guten Rahmen, gerade für einen Kleinwagen. Vorn gab es sowieso keine Probleme, eine gute Sitzposition zu finden und wenn man einen Familienwagen haben will, dann sucht man eh nicht im Kleinwagensegment. Der Kofferraum hatte ein Volumen von 335 bis 1090 Liter und kommt dann fast an den Polo ran.
Aber wie fährt sich denn der kleinste Audi überhaupt? Ich könnte jetzt natürlich hier auf meinem Zettel nach Zahlen und Fakten schauen, zum Beispiel, dass der Dreizylinder mit 116 PS 9,5 Sekunden von 0 auf 100 braucht, 203 Kilometer Spitze fährt, 200 Newtonmeter hat und ja, mehr steht hier gar nicht, weil der Zettel ist leer. Ich erzähle euch mal lieber, dass der Kleine angenehm sportlich, wendig und sehr agil unterwegs war. Wenn ich so ein idiotischer Sportschnipser wäre, hätte ich mit dem neuen Audi A1 also das perfekte Fahrzeug gefunden. Nein, im Ernst, die Lenkung zum Beispiel war sehr direkt und leichtgängig. Unser Testwagen hatte auch das Sportfahrwerk drin, welches verschiedene Modi hatte und so auch etwas komfortabel konnte, was ich die meiste Zeit aber eh nicht wollte. Die 116 PS aus einem Dreizylinder sind zwar nicht untermotorisiert, aber 150 oder gar 200 PS aus einem Vierzylinder-Turbo würde ich glaube einfach geiler finden. Was Amateurtester-Freunde natürlich nachvollziehen können, da Amateurtester-Freunde wissen, dass 200 PS aus einem 2,0 Liter Vierzylinder bei so einem kleinen Wagen einfach nach Spaß klingen. Und Amateurtester mögen Spaß. So, habe ich jetzt alle Punkte abgehakt? Sicherlich habe ich wieder irgendetwas vergessen, aber Gott sei Dank heißen wir ja die Amateurtester und da darf das auch mal passieren. Wer zum Thema Assistenzsysteme und Helferchen noch etwas wissen will, dem sei gesagt, dass der neue A1 ein absolut modernes Fahrzeug ist und alles mit sich bringt, was man so kennt. Manches Serie, manches nicht. Allgemein kann man wieder eine Menge Häkchen im Konfigurator setzen und sich so seinen Traum A1 individuell zusammenbasteln. Da gibt es viele Variationen und vor allem viele Farben. Audi wird endlich farbig, was uns persönlich sehr gut gefällt. Also meine Freunde, danke fürs Zusehen. Wenn ihr Fragen antworten wollt, oder Scheiße. Es ist spät. Also meine Freunde, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann ballert uns doch wie immer mit Kommentaren zu. Ansonsten danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, eure Amateurtester. War doch gar nicht so schwer. Hab bloß zwei Versuche gebraucht diesmal.